Aktuell wird in Europa über die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung diskutiert. Wir haben einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht. Europa soll sozialer und solidarischer werden. Dabei geht es nicht darum, dass die nationalen Sicherungssysteme abgeschafft werden, sondern sie sollen ergänzt werden. Zum Beispiel könnte die EU für einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten die Zahlungen übernehmen. Es ist nämlich eine Perversion der Arbeitnehmerfreizügigkeit, wenn man mittels der Austeritätspolitik, die aktuell stattfindet, die Menschen in die Arbeits- oder Wirtschaftsmigration zwingt, aber dann, wenn sie zum Beispiel nach Deutschland kommen, ihnen Sozialtourismus vorwirft und sich gleichzeitig dann auch noch weigert, irgendeine Art von Sozialausgleich in der EU zu schaffen. Wir möchten von der NRW-Landesregierung ein Signal in Richtung Bund, in Richtung Berlin, dass sie sich für die Einführung einer europäischen Sozialversicherung einsetzt.